Seit April kreuzt der deutsche Einsatzgruppenversorger Berlin in der Ägäis. Das Schiff ist Teil eines ständigen NATO-Verbandes und soll die griechische und türkische Küstenwache sowie die europäische Grenzschutzagentur Frontex bei der Überwachung des Seeraums unterstützen. Wie jetzt bekannt wurde, haben die deutschen Marinesoldaten mehrfach beobachtet, wie Angehörige der griechischen Küstenwache Flüchtlingsboote in türkische Gewässer zurückgedrängt haben. Die Bundesregierung ist in stetem Kontakt mit der griechischen Regierung und weist dabei auf geltende völkerrechtliche Bestimmungen hin, heißt es dazu in einem Statement der Bundesregierung. Zuletzt hatten Flüchtlingshelfer am Wochenende von einem derartigen Vorfall berichtet. Demnach hätten griechische Grenzschützer südlich von Lesbos Flüchtlinge in Rettungsflößen ausgesetzt. Dass die griechische Küstenwache nicht gerade zimperlich mit Bootsflüchtlingen umgeht, zeigt auch dieser Vorfall vom 2. März diesen Jahres. Dabei hatten griechische Beamte ein Flüchtlingsboot bedrängt, inklusive Stockhieben und sogar Warnschüssen. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen durch die türkische Regierung. Ankara und Athen beschuldigen sich immer wieder gegenseitig, dem jeweils anderen Land Flüchtlinge zuzuschieben.